Ich hätte wirklich Ihnen sehr gerne alle vier davon heute vorgestellt. Leider habe ich die ersten drei nicht mehr erwischt. Aber der aktuelle letzte Prinzipal, der ist halt da und den darf ich euch jetzt zeigen. Manfred Schaar! Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin gerührt. Sowas treibt mich wahnsinnig. Es tut mir leid. Aber ganz herzlich begrüßen möchte ich, und das ist mein Einladen, ganz besonders begrüßen möchte ich euch alle! Und ganz besonders bedanken beim Roland. Solange es solche Leute wie den gibt, stirbt die Münchner Kultur nicht aus. Du bist ein ganz großer, nicht nur körperlich, sei nicht so bescheiden, da hinten bist du alles umeinander gelaufen. Roland Hefter! Manfred, seit 150 Jahren gibt es jetzt den Schichtl auf der Wiesn. Seit 34 Jahren gibt es den Schauer auf der Wiesn. Ja. Ich habe einmal gelesen, Zeitung hat einmal geschrieben, 1985 hat der Schauer den Schichtl übernommen und 1986 hat der Schichtl den Schauer übernommen. Ich habe jetzt ausgerechnet, dass du in deiner Amtszeit jetzt ungefähr schon 500 aktive Wiesn-Arbeitstage gehabt hast. Kannst du dich noch an deinen allerersten Wiesn-Arbeitstag erinnern? Wie war das, als du plötzlich Theaterintendant auf der Wiesn warst? Das war kein Arbeitstag, das war ein Leidenstag. Herrschaften, ich bin zum Schichtl gekommen mit Jungfrau zum Kind über einen Spezi, der 1985 im Februar angegriffen hat, gesagt, der Manni, ein Bekannter von mir, der ist Steuerberater, der hat gehört, dass der Schichtl zum Verkäufer wäre und interessiert dich das. Und wie es meine Spezialität ist, als Spontanhandler, gesagt, ich freilich. Ich war nicht im Schichtl, ich war nicht im Vorschichtl, aber gekauft haben wir halt. Die Geschichte hat ein Kapitel für sich, weil wir da am Sonntag bei der Frau Eichelsdörfer eingelaufen sind, am Montag, und haben gesagt, gut, den Preis akzeptieren wir. Dein Mitbewerber war der sehr geehrte und wirklich ein guter Mann, Gerd Käfer, der hat sich auch interessiert. Und als wir am Montag gekommen sind, haben wir gesagt, Frau Eichelsdörfer, den Kaufpreis, den akzeptieren wir. Dann hat sie gesagt, das geht mit euch, weil gestern war der andere mit dem Bargeld da und wer am Sonntag mit so viel Bargeld rumläuft, der kann nicht seriös sein. Liebe Schaustellerkollegen, ihr seid es trotzdem. Und dann ist er losgegangen, der erste Tag, Samstag, vor der Wiesn. Wir haben noch um 11 Uhr nervös umeinander gekampelt. Und dann die erste Hinrichtung, kurz nach 12 Uhr. Alles ist irgendwie gelaufen, weil ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, null Ahnung. Ich habe es halt immer noch nicht, aber jetzt spannt man es nicht mehr. Kommt der Delinquenten aus mit seinem Hemd, zeigt mir die Blutflecken und will sofort einen Schadenersatz. So viel Geld haben wir gar nicht in der Kasse gehabt. Das war der erste Arbeitstag. Ja, seit 34 Jahren bist du jetzt schon der Schichtl, also dein Gesicht verbindet ja man mit dem Schichtl. 10.000 Vorstellungen, 10.000 Leute sind in einer Wiesn in deiner Vorstellung ungefähr, oder? Dann war ich mit einer Rolls Royce da. Na Quatsch, doch, zu einer Wiesn, ja. 10.000 Leute, zu einer Wiesn, hast du mir verzeiht? Ja, da, also. Ich verzeih. Ich hab gemeint am Tag. Nein, in einer Wiesn. 25 Vorstellungen an einem Tag. Im Laufe einer Intersuff kommen ungefähr 10.000 Leute her. Und ich möchte sagen, in den 34 Jahren, darf ich eigentlich gerne sagen, ich möchte gar nicht wissen, was du alles da. In den 34 Jahren, darf ich eigentlich gerne sagen, ich möchte gar nicht wissen, was du alles da erlebt hast schon, aber ich möchte es doch wissen. Ich weiß nicht, erlebt haben, aber ich hab's gewusst. Was waren so deine denkwürdigsten Ereignisse, sag einmal? Also, das sind da hierin auch. Ich bin ja bloß einer, wir sind elf, das gesamte Schichtelkabinett, das ist so eine tolle Mannschaft und was wir miteinander alles an Unfug erleben, machen und anstellen, das ist kolossal. Aber dann darfst du nicht unterschätzen, der Gast an sich ist unberechenbar, in jeder Beziehung. Und draußen auf der Parade, da stehe ich mal da und da kommen die letzten Leute drauf, die Kasse ist hinter mir. Und ich gehe da vorne und sage, auf geht's Herrschaft, jetzt sind wir wieder so breit. Und die Leute immer, ja. Und ich denke, wow, heute bist du aber gut. Und ich sage immer, und jetzt auf geht's beim Schichtl. Und die haben gejubelt und blärt. Dann drehe ich mich um, weil ich aufhören wollte. Dann hat sich da eine Oma ausgezogen und hat geschnitten hinter mir. Das
Was hat dir gefallen, gell? Das, nicht lang, weil ich musste mich wieder auf meinen Text konzentrieren. Dann ist auch einmal einer, ein Notarzt vorbeigefahren, sagt, du, wir kommen gerade von einem Blindeinsatz, das war nichts, hast du was zu mitnehmen? Hab ich gesagt, nein, bei uns kommt gleich der Denk. Es war einmal, die Leute, die vier Treppen da draußen sind ein Handicap. Die Menschen haben ein Problem, diese Stufen zu gehen als Erste von einer größeren Masse. Und dann geht mir einer her zu mir und sagt, darf ich was in dem Mikrofon sagen? Ich gebe es ihm so hin. Sagt er, Damen und Herren, ich lade jetzt jeden ein, der zum Schichtel geht. Man hat ja 5, 6, 27 Leute aus seinem Guide eingeladen, dass die zum Schichtel gehen. Und das sind Erlebnisse, die sind einfach toll. Und das noch unendlich viele Geschichten, aber so alt wird sie nicht, dass ich das alles anhören könnt. Wenn du auf das jetzt auf die ganze schöne Zeit zurückblickst, auf was bist du am meisten stolz? Auf die Zukunft. Nein, ich bin sehr stolz. Sehr stolz, dass ich in den 150 Jahren der vierte Inhaber sein darf. Ich bin sehr stolz auf dieses tolle, tolle Schichtelkabinett. Und das ist jetzt keine Werbung. Ich bin ganz stolz, dass heuer zum ersten Mal der Schicht mit seinem Jubiläumsprodukt, mit den Halstüchern, sage jetzt nichts dazu, dass uns wirklich die Firma Karstadt Oberpollinger, Kaufhof am Marienplatz, Entschuldigung! Wer fehlerfrei ist, ein Monster. Im Kaufhof dürfen wir unsere Produkte vorstellen. Im Schaufenster steht Kaufhof Marienplatz, gratuliert an Schichtl zu 150 Jahren. Da in dem Schaufenster, Herr Kamenz, Herr Seibold, vielen Dank, das ist schon wieder. Eine große Ehre. Danke. Du bist ja jetzt auch schon Mitte 40. Wie lange willst du das noch machen? Bis ich Mitte 60 bin. So lange? Ja, also es war so, als ich angefangen habe, 85 geht, dann haben wir ein paar Jahre später gleich gesagt, was, du machst das schon 3 Jahre, 5 Jahre, Manni, wie lang? 8 Jahre. Jetzt sagen dieselben Leute, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Also einen Nachfolger gesucht. Also ich hör auf, so im Herbst 2083. Roland, war das nicht der Job für dich vielleicht? Ja. Ja. Also Roland, herzlich gern, aber ich fürchte, das kannst du nicht sein, dass du da mitspielen darfst. Ja. Er weiß, definitiv. Die Geschichte vom Schichteltheater, die 150-jährige Geschichte, die wird ja hochgehalten und bewahrt von der Ur-Urenkelin von Michael August Schichtel, der Dagmar Noack. Die hat zusammen mit ihrem Mann Werner eine Stiftung gegründet, ja, die sich unter anderem auch für unverschuldet in Not geratene Schausteller einsetzt. Ja. Die sind auch halt da, macht sie mal den Händ hoch. Von der Noack Schichtel. Noack, Werner, Dagmar, da hinten sind sie. Ein Applaus. Das ist eine indirekte Familiennachfolge von Michael August Schichtel aus der Familie Roskowitz. Schön, dass ihr da seid. Demnächst also, wieder in der Bratwurst, gell? Wer was zur Geschichte vom Schichteltheater wissen will, der kann sich an die beiden Herrschaften wenden. Oder er kann den Manfred fragen. Manfred, wie war das vor 150 Jahren? Hast du da Informationen? Hat es da auch eine Parade gegeben vom Zelt? Wie kann man sich das Schichteltheater so, damals auf der Wiesn vorstellen? Pass mal auf, jetzt sag mal kurz ein Pudel, Augenblick schnell. Danke. Herrschaften, das ist ein Foto aus ungefähr 1902, das 1905. Das hast du damals selber fotografiert, gell? Das habe ich selber fotografiert, ja. Damals hat der Michael August Schichtel hat ein Zelt gehabt mit 35 Meter Breite. Das kriegst du halt auf der Wiesn jederzeit leicht und wieder, gell, Clemens? Das ist überhaupt kein Problem. Die Vorstellung hat 2,5 Stunden gedauert und er hat über 30 Artisten beschäftigt gehabt. Wenn ihr euch das anschaut und diesen, seht ihr mal, wie ich den Laden runtergewirtschaftet habe. Servus. Martin? Hau mir ab, ist der Punkt. So, jetzt haben wir ein paar schöne Worte über dich schon gesprochen. Jetzt würde ich sagen, lassen wir noch ein paar andere Leute ein paar schöne Worte über dich sprechen. Also ich hoffe, Sie haben schöne Worte dabei, weil das ist der letzte Rednerplatz der Welt, wo gleich hinterm Vorhang die Guillotine wartet, wenn da nichts Gescheites rausgibt. Ja,